Ja, ich bin hier beim 24-Stunden-Nürburgring. Der Nils steht hier gerade bei mir. Ich hoffe, ihr versteht mich, weil die Boliden fahren hier gerade alle vorbei. Nils, stellst du dich mal bitte komplett vor und was du für eine Funktion bei Nissan hast? Ja, guten Tag. Mein Name ist Nils Tomielen. Ich arbeite im Produktmarketing bei Nissan in Deutschland. Wir sind für Schweiz und Österreich auch noch zuständig. Und ich betreue dort unter anderem neben den Sportwagen, deswegen sind wir hier, aber auch unser neuestes Modell, den Nissan Leaf. Der Nissan Leaf ist ein von Grund auf neu entwickeltes Elektrofahrzeug. Es funktioniert zu 100% rein elektrisch und wie man hier im Hintergrund sieht, ist es ein Kompaktmodell, was halt alle Funktionen bietet, wie man das aus Kompaktmodellen gewohnt ist. Wir werden jetzt um das Auto ein bisschen herumgehen und ich werde dazu ein paar Details erläutern. Hier sieht man das Auto, obwohl es eine Batterie hat, die im Fahrzeug Zwischenboden gelagert ist, hat einen großzügigen Kofferraum, der in der Klasse konkurrenzfähig ist. Und wie gesagt, die Batterien dieses Fahrzeugs gehen im Fahrzeug zum Zwischenboden. Der Grund ist, dass für Crash-Sicherheit und auch für den Fahrzeugschwerpunkt. Was ist hier noch drunter? Habt ihr noch ein Reserverad oder ist das alles voll? Dann muss ich jetzt hier selber mal gucken. Mein Reserverad haben welche Geheimnisse dabei. Wir hier finden. Ich gehe davon aus, dass hier auch noch mit Batteriepakete drunter liegen. Also habt ihr denn irgendwie so ein Reifenpanzer wahrscheinlich, ja, genau. Was denn dabei genau. Ist, ne? Spart auf Gewicht. Sehr gut. Ja, wir haben ja alle Türen offen, deswegen, das wir zeigen Auto ihn auch nochmal geschlossen. Ein vollwertiger Fünfsitzer. Und wie man sieht, hat man hier auch komfortabel Platz. Ja, Rücksitzbank, das sieht ganz okay aus. Wir schauen jetzt mal in den interessanten Bereich hier vorne rein, in den Fahrgastraum vom Beifahrersitz und Fahrersitz. Das Fahrzeug ist quasi voll ausgestattet, es verfügt über Klimaautomatik, Navigation, elektrische Fensterheber, ein automatisches Getriebe, Tempomat und weitere Komfortmerkmale. Über das innovative Navigations- und Informationssystem werde ich gleich bei der Fahrt nochmal was sagen. Ja. Schauen wir nochmal unter die Motorhaube, genau. Obwohl Motor in diesem Fall ja ein Elektromotor ist. Jetzt wird der eine oder andere staunen, weil er sagt, das sieht ja aus wie ein vertrauter Verbrennermotor. Es ist richtig, dass viele Elemente diesem Fahrzeug genauso angelegt sind, wie man das auch kennt. Also er hat einen, zum Beispiel Bremskreislauf ist gleich, Kühlflüssigkeiten, Bordnetz, das ist alles wie ein gewohntes Fahrzeug. Und auch der Elektromotor ist extra so konstruiert wie ein herkömmlicher Motorblock. Das hat den Grund, dass man auf Erfahrung, zum Beispiel in Crash-Sicherheit, dort nichts neu erfinden muss. Und dieses Fahrzeug wurde neulich beim NCAP-Crashtest gecrashed und hat dort auch volle Punktzahl bekommen, 5 Sterne. Also es gibt hier überhaupt gar keine Sicherheitsbedingungen. Ich werde jetzt nochmal kurz hier die Klappe öffnen, da kann man sehen, wie man das Fahrzeug laden kann. Ah ja, okay. Wo ist der Hebel dazu? Der Hebel befindet sich hier unten, wo auch die Kofferraumklappe ist. Also wie man es kennt, im Prinzip Kofferraumklappe gleich daneben. Genau. Und dann sieht man hier, dass man hier zwei Anschlüsse hat. Da gibt es einmal einen herkömmlichen 220-Volt-Anschluss. Das ist quasi der Hausanschluss. Angenommen, man hat das Fahrzeug komplett leer gefahren, dann benötigt es ca. 8 Stunden, bis das Fahrzeug wieder voll ist. Es gibt aber auch eine Schnelllademöglichkeit. Das sind dann Starkstromanschlüsse, die das Auto in 20 Minuten zu 80% laden. Aber das findet man dann an einer Stromtankstelle oder beim Nissan-Händler. Dass das Auto lädt, kann man an einer LED erkennen, hier vorne im Armaturenbrett, wie bei anderen Elektrogeräten. Das blinkt dann und dann sieht man, dass es lädt und wenn alle drei Dioden leuchten, ist das Fahrzeug voll. Habt ihr irgendwas dafür getan, so von wegen, ich will jetzt nicht auf Vandalismus gehen, aber jetzt, dass einer mal sich einen Scherz macht und den Stecker einfach oder den Anschluss einfach rauszieht? Auch darüber haben wir uns schon Gedanken gemacht. Wir gehen natürlich davon aus, dass die meisten ihr Fahrzeug zu Hause laden oder im Parkhaus oder vielleicht auch auf der Arbeit, also hier da, wo man vielleicht nicht Vandalismus gewohnt ist. Aber es gibt trotzdem einen Schutz. Man kann eine Art Schloss kaufen, dass dann die Abdeckung abschließt und dann kann niemand den Stecker ziehen. Wir gehen aber davon aus, dass das Elektroauto eher kein Ziel für Vandalisten ist. Nee, nicht Vandalismus, aber wie gesagt, Scherzkekse oder aus Versehen, kann ja immer mal sein. Wollt ihr das vielleicht zukünftig, dass man das gleich integriert hat, so entwickeln, bei vielleicht neueren Modellen? Das könnte ich mir vorstellen, wenn
man feststellt, dass das zum neuen Trendsport wird, dass man dem Nachbarn den Stecker zieht, so vielleicht aus Neid, dann wird es mit Sicherheit auch Regelungen geben, dass der Anschluss direkt gesichert ist. Aber wie gesagt, die meisten werden wahrscheinlich zu Hause in der Garage laden oder wie gesagt an der Arbeitsstelle. Und ja, die übellaunigen Kollegen werden dann vielleicht eine andere Straße spielen. Ihr habt ja sehr auffällige Scheinwerfer, ne? Ja, die haben einen speziellen Grund. Und zwar macht das Fahrzeug ja im Prinzip keine Geräusche. Ja. Und man will das natürlich auch fördern, indem man auch die Windgeräusche reduziert. Und diese Scheinwerfer haben den Effekt, dass die Luft quasi am Fahrzeug vorbeigleitet und vor allen Dingen über die Außenspiegel hinweg. Aha, okay. Wie eine Art Spoiler, weil die Außenspiegel mit relativ viele Windgeräusche bei Fahrzeugen verursachen. Ja. Also das Auto ist so angelegt, dass es möglichst wenig Windgeräusche macht, um diesen maximalen Komfort der Ruhe, den wir gleich beim Fahren feststellen werden, halt herauszuholen. So, apropos Ruhe, was ist denn geplant zur Sicherheit, Fußgänger? Du weißt ja, man hört die Dinger nicht. Wenn man drin sitzt, springen einem die Fußgänger immer vor die Füße, wollte ich gerade sagen, vor die Reifen. Auch darüber hat man sich schon Gedanken gemacht. Es gibt dazu noch keine gesetzliche Regelung. Es ist so, dass die Autos so ab 25-30 km/h ohnehin Geräusche machen. Das sind die Abrollgeräusche, dann sind Fahrzeuge nun mal, das sind die Geräusche, die sie machen. Aber bis zu diesem 30 km/h, gibt das Fahrzeug nur nach vorne ein Surrgeräusch von sich. Das ist ein etwas diffuses Geräusch, was man, wie gesagt, eher so unterschwellig wahrnimmt. Wir scherzen natürlich schon, ob es da vielleicht mal irgendwelche Download-Möglichkeiten gibt, dass man das Elektroauto und Ferrari-Sound drauf macht. Das Spar-Abo. Ja, aber wir machen das nicht. Aber wie gesagt, wir haben da jetzt erstmal mit dran gedacht, dass die Fußgängereinheit dann auch wahrnehmen. Und wenn ihr das Fahrzeug übergebt, dann weist ihr sicherlich auch die Kunden darauf hin, hey, passt auf, die Fußgänger springen euch davor. Und alle Sicherheitsaspekte selbstverständlich. Wie gesagt, das Fahrzeug funktioniert eigentlich wie jedes andere Auto auch. Man gewöhnt sich schnell dran. Die Besonderheiten werden natürlich dem Kunden dann dargestellt. Wie wird sicher geladen? Wie kann er das kontrollieren? Wie geht er mit Reichweite um? Auch, was passiert, wenn ich doch das Fahrzeug leer gefahren habe und ich bin nicht an einer Zapfsäule? Was gibt es auch einen Support? Wir werden dort Hilfeleistungen anbieten, dass man das Auto zur Not einschleppen kann oder sozusagen zwischenladen kann. Auch darüber macht man sich Gedanken, dass man ja, sich da keine Sorgen machen muss, dass man nicht mehr mobil ist. Kleine Scherzfrage, fällt mir gerade spontan ein. Hat schon mal jemand gefragt, wo ist denn der Ölpeilstab? Sorry, aber... Ja, also nein, das ist eine wichtige Frage. Nein, weil du sagtest auch, es sieht ja so ähnlich aus, auch bei ich schließe gleich meine B-Frage an, ja, also A, B. Wenn da jetzt ein Mechaniker dran liegt und der schnallt gar nicht so richtig, dass ein Elektromotor ist, ja, was gibt es da für Sicherheitsvorkehrungen? Also es darf das Fahrzeug natürlich nur vom geschulten Personal gewartet werden. Mhm. Die ausgesuchten Nissan-Elektrohändler, die kriegen dementsprechende Trainings, weil sie haben damit starken Schub zu tun und da geht die Sicherheit vor. Aber um jetzt auf die A-Frage zu kommen, ist es richtig, dass bei diesem Fahrzeug natürlich viele Elemente wegfallen, die man sonst warten muss. Also es braucht kein Öl, also brauche ich keinen Ölwechsel machen, spart Geld. Ich habe keine Abgasanlage. Abgasanlagen sind teuer, wenn ich sie erneuern muss. Sowas fällt weg. Ich muss also viele Punkte nicht mehr warten oder habe dort keinen Verschleiß. Deswegen gehen wir davon aus, dass die Wartungskosten bei einem Elektrofahrzeug geringer sind als bei einem Verbrenner. Und Mechanikersicherheit, gibt es da irgendwie andere Farben oder Warnhinweise oder irgendwas? Es gibt dann dementsprechend Hinweise, was zu beachten ist. Wie gesagt, es ist dann eigentlich auch empfohlen und vorgeschrieben, dass man dementsprechend zu seinem Nissan-Händler geht, der so ein Fahrzeug warten kann. Ich glaube, wenn man zu einem freien Händler fahren würde, der das noch nie angefasst hatte, der würde wahrscheinlich auch sehen. Der fasst es auch nicht an, ne? Dazu empfehlen, doch eine andere Werkstatt aufzusuchen. Ich meine, natürlich, einen Plattenreifen kann man auch bei diesem Auto von jedem wechseln lassen. Also, was außenrum ist, das ist dann ja unproblematisch. Das ist wie jedes andere Fahrzeug auch. Aber wenn es in die Innereien geht, dann sollte man den Profi wieder lassen. Okay. Aber es kann einem nichts passieren, dass man selber irgendwie einen Stromschlag bekommt. Also wenn man jetzt da selber sozusagen in den Motorraum fasst oder das Auto anfasst, man kann, es ist alles isoliert, abgesichert, da kann einem nichts passieren. Mhm. Gut. Ja,
Fällt dir noch irgendwas ein, was ich jetzt noch nicht gefragt habe? Irgendwas Tolles? Also ich könnte mir vorstellen, dass wir noch 3 Stunden darüber sprechen können. Ja, auf jeden Fall. Auto, super gern. Aber je länger man darüber spricht, desto mehr Fragen fallen am ein, weil halt alles neu ist. Ja. Aber ich würde sagen, wir fahren mal eine Runde los und dann erkläre ich mir in der Fahrt noch mal. Ja, super. Okay.